Guten Morgen von dem morgendlichen Chaos hier im Shelter. Hey, hey, wie es hier auch heißt. Ja, was soll ich wieder sagen? Sehr, sehr, sehr gut geschlafen. Ich glaube, das sieht man auch. Bin gerade am Frühstücken und bin an einer herrlichen Aussicht. Unglaublich, die Sonne kommt genau jetzt raus. Ist gerade eben was noch grau. Da war noch eine Wolke davor und jetzt kommt die Sonne raus. Einfach nur genial. Schöne Nacht, aber hier merkt man es noch nicht so. Aber man sieht es auf dem See. Es ist etwas pustiger heute wieder. Sieht aus wie Gegenwind. Naja, Jönköping, wo ich hin möchte heute. Was sind es? Nur noch 74 Kilometer, irgendwas sowas. Ich habe gestern doch noch ein ordentliches Stück abgeknabbert. War richtig gut erholt. Oh, man merkt so langsam echt die Knochen. Die ganze Anstrengung sind ja schon so viele Kilometer gewesen. Aber einfach genial hier aufzuwachen. Schaut euch das an hier. Das ist wow. Mein Blick. Verspricht auch gutes Wetter zu werden. Schauer sind wie immer nicht ausgeschlossen. Ich schätze mal, werden welche unterwegs sein, ob sie mich treffen, werde ich sehen. Also, das wird wohl auch schöne Bilder geben. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Bin wieder on Tour. Es ist schon ein paar Kilometer her. Bin ich gestartet. 6 Kilometer bin ich jetzt schon unterwegs. Bin hier an der Küstenstraße. Der eigentliche Weg, die Vetternsee-Runde, geht weiter im Inland sozusagen. Im Hinterland geht sie weiter, aber ich fahre hier weiter die Küstenstraße. Ich stürze sowieso dann bald auf die Route. Ja, Sonnenschein ist jetzt pur. Aber es ist immer noch sehr frisch. Hier diese Landstraße geht eigentlich mit Verkehr. Nicht viel los. Vereinzelt mal ein Auto, wie es jetzt immer so ist. Wenn die Kamera an ist, kommt eins. Naja, ich fahre jetzt mal weiter Richtung Grenat. Super schöne Straße hier längs zu fahren. Relativ ruhig, nur ein paar einzelne Autos. Wie gesagt, schon da drüben sieht man schon eine Insel, was man kaum glaubt. Aber dieser See ist fast viermal so groß wie der Bodensee. Unglaublich, aber man sieht auch nicht vom einen zum anderen Ende. Das sind schon Dimensionen. Oh, aber naja, hier kommt das nächste Auto. Also mache ich Schluss, weiter nach Grenat.
stehe hier am Hafen von Grenna. Das ist auch ein Fährhafen, denn da drüben ist die Insel Vissingsøe. Und wie der Zufall so will, die Fähre kommt gerade. Aber ich will da nicht rüber. Aber ich muss sagen, jetzt bei Sonnenschein, das ist ja tiefblaues Wasser, türkis fast. Wow. Oh, schick. Ja, mit Sonne, naja, ist ja wie immer alles viel schöner. Ja, ich mache hier jetzt eine kleine Pause. Schau mal die Anlegesituation hier nochmal an. Und dann geht es weiter Richtung Linköping. Das sind noch 44 Kilometer bis dahin. Das ist gar nicht mehr so weit. Das ist kurz nach 10. Also ich habe Zeit genug. Aber es geht gleich wieder vermehrt landeinwärts, denn hier an der Küste fährt leider nur die Autobahn längs. Da darf ich nicht längs. Da muss ich halt wieder Steigung und alles Mögliche bewältigen. Aber sehen wir auch mal wieder was von vom anderen Seite von Schweden. Schade, schade. Aber ich komme mal wieder am See mal her. Jetzt fahre ich hier so eine Strecke genauso, wie ich das haben möchte eigentlich. Bisschen hoch und runter, kleine Einsiedlungen hier, so eine kleine Örtchen. Oh. Ausblicke, gerade eben war sogar noch mehr. Ich kann nicht alles zeigen. Das hat so seinen eigenen Charakter hier. Richtig toll, nicht so wie gestern. Da war es ja nur Felder, so ein Stück hinter Vadstena. Das war eine Schreckensstrecke, aber hier, so liebe ich das doch. Hoch, runter, mal Aussichten durch einen schönen Wald. Ah, Felsenlandschaften manchmal dazwischen und dann solche Ansiedlungen. Typisch schwedisch in Rot-Weiß. Also so wie man es sich vorstellt. Richtig klasse. Ja, nur noch 31 Kilometer bis Jönköping. Ja, es schrumpft die Kilometer schon wieder.
Nein, das ist nicht ein Ausläufer des großen Sees, das ist ein eigenständiger See, ein bisschen oberhalb des Wetten. Das ist der Lenzsee. Es regnet. Leute, es regnet. Naja, es tröpfelt. Oh, ist wieder klar. Ohne Regen geht es nicht ab. Ja, so ein schöner Platz hier. Eigentlich will ich hier eine Pause machen. Werde ich auch. Das sieht eigentlich nicht so dicht nach Regen aus, denn die Schauer sind alle da hinten. Ja, hier tröpfelt das jetzt aus dem Nichts. Eigentlich ist blauer Himmel über mir, aber naja. Sagen wir mal, ich bleibe jetzt mal kurz hier und mache eine Pause. Es ist irgendwie kein Tag ohne Regen. Also viele habe ich noch nicht gehabt. Jetzt regnet schon wieder ganz bisschen, aber es regnet. Es regnet wieder und einmal hier, zack, ja, bin jetzt hier in Husqvarna, ja genau, Husqvarna, das kennt jeder die Marke, glaube ich, Rasenmäher, Rasenmäher, Roboter, also was, Gartenscheren, Gartenschneidegeräte, also was, das kommt hierher, hier ist die ist eine Fabrik, auf jeden Fall ist hier die Gründung hier, ja, schön ist es hier ja, aber es ist erst 14 Uhr und 3,5 Kilometer ist der Campingplatz, ich weiß nicht, 20 Kilometer weiter in der Richtung wäre noch eine, ich weiß nicht, es ist jetzt nur ein Schauer, der hört gleich wieder auf, ob ich vielleicht noch weiterfahre, ich gucke mir gleich mal den Campingplatz da an, den habe ich morgen auch wieder weniger, im Moment wirklich ein bisschen vor, ja, ich schau mal, wie lustig ich bin, was ich mache. Ja, wie ihr seht, ich habe mich entschieden, hier zu bleiben. Es sind überall Schauer unterwegs und wozu soll ich jetzt krampfhaft noch 20 Kilometer abradeln? Ja, dann habe ich morgen halt 100 Kilometer. Wenn ich die... Ja, dafür ist es morgen nicht so sonnig. Deswegen, vielleicht wenn hier nochmal die Sonne rauskommt, kann ich nochmal den See genießen. Ja, ich stehe hier so ziemlich alleine auf weiter Flur. Es ist ja noch nicht viel los. Es ist 1. Juni. Es ist eigentlich der erste Sommertag sozusagen. Und es ist irgendwie überhaupt nichts los. Also das ist ja, naja, gut für mich. Weniger Trubel, weniger Krach. Ja, und jetzt werde ich einräumen. Alles mal ein bisschen auslüften. Jo, Regen ist erstmal noch nicht in Sicht. Wird wahrscheinlich aber wiederkommen. Ist aber dann auch egal. Schaue ich mir die Stadt an. Genieße nochmal den See. Kaufe vielleicht nochmal irgendwas ein. Gehe was essen. Hier nochmal. Ja, und dann... Ja, wenn ich nochmal den Tag hier, es ist ja erst kurz nach 3, also super. Also, und was ich hier auch wieder unbedingt brauchte, ist dieser geile Hammer. Campinghammer ist doch eigentlich sehr ideal mitzunehmen. Also hier war das wieder sehr, sehr hart. Und nun ist es richtig sturmfest, so fest sind die Anker, die Heringe. Also das wird so schwer nicht wieder wegfliegen hier. Aber Sturm ist da nicht angesagt mehr. Okay, ich werde mal sehen, was ich noch mache. Einräumen und das fahren nach Jönköping. Das sind 5 Kilometer, 4 Kilometer bis in die City. Den See genießen. Wenn es halt regnet, dann regnet es halt. Aber das ist dann völlig egal. Ich habe Zeit genug. Also, mal sehen, was ich dann mache. Also, dann bis gleich. Dann seht ihr vielleicht noch mal ein paar Bilder.
Ja, siehst du, ist ja noch mal ein schöner Abend hier in Jönköping. Es ist echt klasse. Es war ein klasse Tag, gut gestartet, ein schöner Morgen, zwar etwas frisch, aber mach hier die Strecke, die war richtig toll. Es waren heute nur 67 Kilometer, erst so ein bisschen am See, dann mach hier im Hinterland so ein bisschen so in das Landesinnere, sozusagen weg vom See. Und dann mach hier, habe ich wieder abgekürzt, das war auch gut so. Der Regen hat mich ja noch voll erwischt und mache hier jetzt gerade eben auch noch mal. Aber egal, ich hatte das Zelt ja schon aufgebaut. 18,50 für den Campingplatz ohne Strom ist schon ganz schön viel. Aber ich habe ihn auch noch ein bisschen günstiger gekriegt, weil ich habe hier Camping Key. Das ist so eine, ja, so eine Vereinigung der Campingplätze hier in Schweden. Einmal 20 Euro umgerechnet. Und dann hat man einige Vorteile. Ich habe es jetzt gemacht für ein Jahr. Muss man wieder kündigen, wenn man das nicht möchte. Aber ich warte mal ab. Vielleicht bin ich nächstes Jahr schon wieder in Schweden. Das hat mir bis jetzt sehr gut gefallen alles. Jetzt nach 3 Tagen sogar Wildnis, jetzt mal wieder auf dem Campingplatz. Die Dusche hat richtig gut getan. Überhaupt auch in der Stadt der Ausflug. Nochmal wieder essen im richtigen Restaurant. Es war zwar ein Burger, aber es ist schon ein Unterschied, ob man das im Restaurant ist oder naja. Aber es war richtig klasse, richtig schön, nochmal wieder unter Menschen zu sein, so ein bisschen. Ja, ich muss sagen, der Campingplatz war gerade eben noch leer, ja, als ich das Zelt aufbaute. Und jetzt kam eine Busladung Tschechen an. Jetzt ist es eine Zeltstadt geworden da. Aber egal. Und jetzt ist der Wind auch weg. Komischerweise, seit heute Morgen hat es gepustet und jetzt. Aber es ist einfach klasse, auch diese Wolken. Ach, das ist herrlich. Der See jetzt wieder so ruhig. Man kann weit gucken. Einfach nur klasse. Ja, ich will noch kein Fazit ziehen, aber über die Runde kann ich ja schon mal sagen. Ja, ist anspruchsvoll, dieser Weg um den See. Ja, es gibt viele, viele Steigungen. Ja, windanfällig auch. Ja, ich hatte meistens sehr Glück, wo der stärkere Wind war am Anfang. Da bin ich ja Richtung Norden gefahren, hatte ich als Rückenwind. So halbwegs, das hat ja alles gut geklappt. 3 Tage Wildcampen jetzt. Ja, danach war eine Dusche jetzt echt wirklich nötig. Ich habe zwar gebadet da an den See, aber eine Dusche, eine warme Dusche, warmes Wasser, das ist ja doch noch was anderes. Ich hätte auch komplett den See so umrunden können, aber hätte es nicht geregnet in einem Mal, wo ich die Hütte hatte. Da gab es nämlich auch so eine kleine Shelter, aber da war mir das zu kalt. Ja, es könnte 1-2 Grad wärmer sein, besonders auch nachts. Es ist morgens echt recht frisch, aber trotzdem, es ist so klasse. Ich hätte nie gedacht, dass ich auch so gut zurechtkomme hier in Schweden. Es ist alles gar kein Problem. Also wunderbar. Und der Weg ist ja rund um den See und den Feddernsee, ja, ist nicht besonders gut ausgeschildert. Ist zwar ausgeschildert, aber die Schilder stehen echt wirklich nur genau dann, wenn man abbiegen soll meistens. Ja, und dann ist da manchmal ganz schön viele Kilometer zwischen und man würde denken, bin ich jetzt nur richtig. Aber anspruchsvoll, klasse, abwechslungsreich, alles zu sehen. Und heute auch, der Rest war super und die Entscheidung war echt richtig. Es hat ja nochmal geregnet, weiter südlicher hätte es noch viel mehr geregnet, der Schauer hatte sich hier schon abgebaut. Also, dann habe ich morgen halt, ja, ich schätze mal so um die 100 Kilometer will ich schaffen. Da ist wieder ein Campingplatz. Mal gucken, ob ich den erreiche. Es ist nicht mehr so die tollste Landschaft. Es ist eigentlich nur noch ein Mittel zum Zweck, was jetzt noch kommt. Aber bis jetzt war alles toll, auch von Göteborg hierher. Das war eine tolle Strecke. Ich bin echt gespannt auf die letzten Kilometer. Es sind noch vielleicht 3 Tage. Ich freue mich drauf. Ja, also, dann ist Schluss für heute. Und ja, was soll ich anderes machen? Ich habe den See umrundet. Siegerradler ist dabei. Aber alkoholfrei ist das hier. Mit Alkohol, da muss man immer in andere Läden rein. Aber das ist einfach nur klasse. Ich habe es schon wieder geschafft, einmal hier rumzukommen. Eigentlich in dem Plan, wie ich auch gedacht habe. Ja, und hoffe, schöne Bilder gegeben, hat es gegeben. Denn die Karte werde ich jetzt jeden Tag noch tauschen, damit das nicht nochmal passiert mit der SD-Karte. Also, denn
bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin. Oder wie man hier wirklich sagt, adieu. Adieu. Also adieu geschrieben, wie das ausgesprochen wird. Ja, weiß Google vielleicht besser. Also, dann bis zum nächsten Mal. Prost und tschüss.